Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Evil Within. Wir waren jetzt beim Rathaus und haben uns ja mit dem großen Gegner angelegt. Haben wir auch geschafft. Und jetzt müssen wir. Entschuldigung. Jetzt müssen wir zurück ins Mark. Und dort ja, den anderen Weg finden. Also. Den anderen Ausgang. Ich glaube, es war B12 oder B5 wäre das, glaube ich, ne? Der andere Ausgang. Das machen wir jetzt mal. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Ja, ich habe ein bisschen kratzige Stimme, was daran liegt, dass ich ein bisschen erkältet bin. Aber es soll mich daran hindern, noch ein bisschen zu spielen. So, schauen wir mal, wo wir landen. Naja, der Zugangstunnel. Und wir sollen Ausgang, oder? Gucken wir noch mal kurz. Kapitel 6, ja, D5. D5 ist das okay. Können wir uns hier das eigentlich angucken irgendwie? Gut, es muss also noch einen anderen Ausgang hier geben. Ich hoffe, den finden wir. Okay. Das muss der Durchgang sein, den O'Neill erwähnt hat. Ah, okay. Geht automatisch auf. Das ist natürlich sehr praktisch für uns. Wir sollen in Richtung D5. Okay, aber hier ist wieder so ein... Lily? Ich werde hier noch verrückt. Okay, hier können wir auf jeden Fall mal kurz die Frequenzen machen. Gucken wir mal. Und zumindest ist hier eine Kiste, wo wir es finden können. Wer weiß, was da drin ist. Waffenteile und ein bisschen Gel. Also Gel können wir immer gebrauchen, um unsere Fähigkeiten irgendwann wieder aufzufrischen. So. Raus hier. Mehr war hier auch nicht, ne? Nee. Hier kann man rein. Und auch rein. Das Schießpulver mitnehmen hier. Und hier hat er auch was liegen. Oh, da hinten sitzt einer. Oh, klar. Okay, wir haben die Tasche verbessert. Perfekt. Oh. So. Gut, wir haben ja eigentlich noch genug Munition. Hier haben wir auf jeden Fall Munition drin. Und hier haben wir auch noch was. Aber Schrotflinte ist wieder fast leer. Aber das macht ja nichts. Wir können ja welche herstellen nachher. Wenn wir das nächste Mal einen Raum finden, wo wir eine Werkbank haben, stellen wir uns noch ein bisschen Schrot her. Kurz mal kurz in die Richtung. Denn hier liegen sogar noch ein paar Waffenteile. Immer alles mitnehmen, was man findet. Schleichen. Wer weiß, was hinter der nächsten Kurve auf uns zukommt. Da ist einer, der isst was. Zwei sogar, okay. Wir warten mal ab. Ob wir einen vielleicht irgendwie killen können gleich. Und den anderen vielleicht einfach nur erschießen. Da wechsle ich aber auf diese Waffe hier. So. Okay, wir nehmen als erstes da. Oh. Dann ballern wir einfach das Gehirn weg.
Nachtigall, ich höre die Trapsen. So, weg ist das Viech. Hätte man auch raffinierter machen können, gebe ich zu. Als er hier stand, glaube ich. Aber naja, soll's. So raffiniert bin ich natürlich nicht. Oh, hier geht's ziemlich weit runter. Na gut. Hoffentlich ist das der richtige Weg. Den Weg wieder hochzulaufen ist auch irgendwie ätzend. Wir müssen wahrscheinlich wieder unsere Gasmaske aufsetzen gleich. Behaupte ich mal. Kann ich mir gut vorstellen. Was ist das hier? Wow. Was zum Teufel ist das? Das weiß ich auch nicht. Sieht auf jeden Fall sehr eklig aus. Geh mal nicht, tritt da mal nicht rein direkt. Achso, ich klebe da so ein bisschen fest, wenn man darauf tritt. Oh, das sieht so aus, als ob da irgendwas rauskommt gleich. Naja, anscheinend nicht. Ach krass, da klebt so richtig fest drin. Okay. Sieht aus wie ein ekliger Schimmel oder irgendein Sporenpilz oder so. Man weiß es nicht. Okay. Mal sehen. Es wird nicht besser. Da blinkt uns schon irgendwie ein Schlüssel entgegen oder sowas. Warum geht denn der Fernseher einfach an? Der geht auch einfach an. Der geht auch einfach an. Hör dir doch mal selbst zu, Myra. Eine Geheimorganisation hat Lily entführt und ihren Tod inszeniert. Merkst du nicht, wie verrückt sich das anhört? Aber es stimmt. Warum kannst du das nicht verstehen? Ich weiß, es ist schwer, Myra, aber sie ist fort. Unser kleines Mädchen ist fort. Ich habe einen Beweis. Myra, du bist besessen. Ruh dich aus. Wenn du darüber hinweg bist, wirst du akzeptieren? Nein, das werde ich niemals akzeptieren. Wenn du mir nicht helfen willst, finde ich die Wahrheit alleine heraus. Okay. Oh, ein Dia. Oh, ewig kein Dia angeguckt. Mit allem recht. Aber warum sehe ich das jetzt? Ja, weil ich ein Spätzünder bin wahrscheinlich. Ist hier noch irgendwas? Scheint nicht, okay. Dann gehen wir nochmal hier weiter. Hier können, na, hier kommen wir eh nicht weiter, okay. Was? Was war das denn? Och, bitte. Gruselig. Da ist D5 auf jeden Fall. Exits D5 und D7. Okay, D5 sollen wir? Das kriegen wir hin. Okay. Was ist das denn? Oh, das sieht aber nicht so nett aus, das Viech. Uah. Alter, ist das eklig, das Viech, oder? Oh Gott, wie groß dieses Ding ist. Vielleicht kann ich vorbeischleichen. Okay. Ich frage, welcher der beste Schleichweg ist. Dabei, da können wir uns nicht durchschleichen. Das ist ja alles voll geklebt. Also es sieht mich ja sofort da, der Typ. Oh, da können wir rüber, ne? Guck mal.
Okay. Man muss ja woanders hingucken, was tut er gerade gar nicht? Guckt er darüber? Gucken, wie lange er darüber guckt, müssen wir gleich mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, warten wir nochmal. Also am besten da hinten längs zu schleichen oder hier hinter die Kisten zu schleichen. Ach du Scheiße. Ach so, ist ja gut für uns, aber was er das gemacht hat? Warten, bis er wieder weg ist. Ganz kurz warten. Gucken wir hierher. Was ist das für ein Viech, ne? Fragt man sich, oder? Das ist auf jeden Fall nicht schön, das Teil. Verdammt nochmal hier raus. Kommt schon noch so ein Viech gleich. Das sieht doch ganz gut aus hier, ne? Da liegt noch irgendwas. Ein mysteriöser Wackelkopf. Ach cool, guck mal. Vom Fallout. Hier noch irgendwas einsammeln? Ich glaube nicht. Oh shit, Alter, hab ich mich erschrocken. Oh Scheiße, ey. Okay. Bleib doch nicht da stehen. Ich dachte, der Ort sollte verdammt nochmal stabil sein. Ach, guck mal. Da haben wir gar nicht Munition verbraucht für. Das war halt einfach nur so eine Cutscene. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Gar nicht längs. Aber hier, ne? Da, D5, da sollen wir hin. Kommen wir hier rein? Nee. Da können wir nochmal rein. Gut. Noch ein Brief. Ein fehlender Kern ist umgehend zu ersetzen. Selbst wenn ein Kern nur wenige Stunden fehlt, kann dadurch die Stemmprogrammierung in Mitleidenschaft gezogen werden. Falls der Kern länger als 36 Stunden fehlt, müssen die Notfallprotokolle in Kraft treten, damit der Kern nicht entweicht. Notfallprotokolle sind nur Mobius Operatives der Sicherheitsstufe Alpha zugänglich und lassen sich nur auf den Mark-Servern öffnen. Gut zu wissen. So, das ist ja cool aus hier.
Dass die Tür wohl gerade reingegangen sind, oder? Jemand hat mich beobachtet. Mobius. Lily. Irgendjemand hat Daten über sie gesammelt. Keine Bewegung. Sie sind von Mobius, oder? Mund halten! Sagen Sie kein Wort! Sie gehören nicht zu uns. Das ist richtig. Kidman schickt mich. Hören Sie, ich bin hier, um zu helfen. Mein Name ist Sebastian Castellanos. Sie lügen. Sebastian Castellanos ist tot. Was? Nein. Wer hat das gesagt? Oh. Kennen wir Sie? Umdrehen. Und zwar langsam. Na, wer ist sie? Ich kenne den ersten Teil, ich sag mal so gar nicht. Woher kennen Sie meinen Namen? Mobius hat mich hergeschickt, um meine Tochter zu finden, Lily. Den Kern. Ich sage die Wahrheit. Ich weiß. Hä? Wirklich? Fehlende Mikroexpressionen und Abweichungen. Kein Nachplappern. Ich habe genug gesehen. Sie sagen die Wahrheit. Richtig. Die Teampsychologin. Ich muss mit dem überleben, was ich habe. Kampf ist nicht meine Stärke. Scheint hier oft so zu sein. Tut mir leid, dass ich Sie bedroht habe. Jetzt schicken Sie also schon Außenstehende? Das heißt, es wird nicht besser. Haben Sie schon andere Teammitglieder gefunden? Habe ich. Aber der einzige Überlebende ist O'Neill. Liam lebt? Gut. Hat er Fortschritte bei der Stabilisierung gemacht? Der große Emitter ist in Betrieb, aber hier fällt trotzdem alles auseinander. Und ich glaube, schuld ist dieser Psycho, der Lily entführt hat. Er läuft in Union frei herum und kann den Ort nach seinem Willen beeinflussen. Das heißt, meine Theorie stimmt. Das hier ist mehr als eine einfache Kerntrennung. Wir Ärzte nutzen den Begriff Psycho nicht gern in herabsetzender Weise. Aber in diesem Fall ist er angemessen. Nur ein klinisch diagnostizierter Psychopath könnte den Stam so beeinflussen. Eine psychopathische Persönlichkeit, die Lily zur Stärkung ihrer Macht benutzt. Das ist die schlimmstmögliche Situation. Sie sind auch Seelenklempnerin. Wie kann ich ihn besiegen? Psychopathen sind antisozial, ohne Empathie und weisen sadistische Neigungen auf. Aber die Hauptgemeinsamkeit ist ihr pathologischer Egozentrismus. Andere Leute sind ihnen egal, nur sie zählen. Wissen Sie, was ihm vielleicht wichtig sein könnte? Ja, er glaubt, eine Art Künstler zu sein. Er redet nur darüber. Dann wäre seine Kunst der beste Weg, ihn anzugreifen. Etwas für ihn Wertvolles zu zerstören, könnte ihn aus der Fassung bringen. Das merke ich mir. Aber erst muss ich ihn schnappen. Er hat sich im Theater verkrochen. Okay, also Ausgang D5. Er ist hier, gleich im nächsten Zimmer. Bleiben wir über unsere Kommunikatoren in Kontakt. Ich schaue mir meine Daten an. Vielleicht finde ich weitere nützliche Informationen. Ich habe das Gefühl, da steckt mehr dahinter. So oder so, er wird wohl schwierig zu bekämpfen sein. Sie können sich hier gerne bedienen, wenn Sie etwas brauchen. Cool. Lily glaubt, ich sei tot? Glaubt Lily wirklich, ich sei tot? Oder war das nur Teil ihres Lügendetektortests? Tut mir leid. Aber sie glaubt es. Ich dachte bis vor kurzem auch, dass es stimmt. Aber mit den Jahren habe ich gelernt, Aussagen von Mobius mit Vorsicht zu genießen. Es war nicht schwer zu sehen, dass sie die Wahrheit sagen. Warum sollten sie das tun? Für was für Monster arbeiten sie? Ich weiß, es ist nicht richtig. Aber überlegen Sie mal. Lily ist wahrscheinlich weniger traumatisiert, wenn sie denkt, sie seien tot, als wenn sie denkt, sie leben, aber nicht bei ihr. Ja, vielleicht. Aber was, wenn ich sie endlich finde? Keine Sorge. Sie wird ihren eigenen Augen Glauben schenken. Okay. Gut. Dann lass uns noch gucken, was wir noch finden. Ich sehe da schon so ein rotes Zeug, was wir sehr gut gebrauchen können. Und hier ein bisschen davon. Das haben wir auch. Perfekt. So, Werkzeugbank gibt es hier bestimmt auch gleich, ne? Da liegen noch ein paar Sachen, die sammeln wir ein. Käffchen für uns nochmal, um unsere Energie ein bisschen zu steigern. Beziehungsweise nicht zu steigern, sondern
Einfach nur voll zu füllen. Perfekt. Mal speichern. Machen wir nochmal. So, viel mehr gibt es hier nicht, ne? Ist ja noch ein Nebenraum. Das ist der Spiegel. Sollen wir vielleicht mal kurz benutzen. So, wir haben 7000 Gel. Ist ja nicht verkehrt, ne? Kann man immer gebrauchen. Mit dem Roten können wir auch noch was machen. Ist auch nicht verkehrt. Wieder da, Detective. Yes. Haben wir noch Schlüssel eigentlich? Ja, einen haben wir noch, okay. Hm, voll leider. Naja, lassen wir liegen. Können wir beim nächsten Mal mitnehmen, oder? Nein, was machst du denn da? Nein, das war verkehrt. Normal. Ich wollte ja noch gucken, ob ich mir was stärker machen kann, weil ich habe ja das rote Zeug. Willkommen zurück, Detective. So. Was hier oben denn? Hm. Okay, das will ich gar nicht. Was ist hier? Was ist das denn für eine Fähigkeit hier? Oh, 75.000 kostet das, aber das ist ein geiler Effekt. Bei der List, können wir da noch irgendwas machen? Was ist das hier? Okay, ist zu viel Geld, haben wir nicht. Heilung. Mann, also man weiß nicht, was man nehmen soll. Das ist also viel Geld, ne? Kampf ist natürlich immer am coolsten eigentlich. Aber. Was nehme ich denn? Ich nehme mal kurz ein bisschen hier die. Ich mache mal ein bisschen mehr Leben. Ja, lassen wir erstmal. Das rote G lassen wir nochmal drin. Ich weiß noch nicht genau, was wir machen wollen damit, aber das sehen wir ja dann. So. Mal kurz zur Werkzeugbank laufen. So, ich brauche auf jeden Fall Schrotmunition. Haben wir auch genug von. Eigentlich würde Schrot am meisten Sinn ergeben. Aber voll. Gut. Mehr brauchen wir nicht. Waffenverbesserung. Wir brauchen unbedingt mal so bestimmte Teile, mehr machen können. Können wir nichts machen. Die
Feuerkraft kann man auch nicht ersteigern, ne, oder? Kostet 400. Ne, 150%. Ah. Ach Mann, das ist so schwierig, schwierig. Was ist denn mit den Waffen hier? Da können wir gar nichts machen, ne? Warum nicht? Klingt ganz gut. Okay. Was machen wir jetzt nicht? Das ist auch nicht so wichtig. Gut. Ja, das war's denn hier, glaube ich. Können wir direkt wieder zurückreisen? Gehen wir zu ihr rein hier. So, speichern wir noch einmal und dann gehen wir hier raus. Ich speichere aber. Rausgehen tun wir erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.